Jo, liebe Leute, was geht raus? Der Onkel Zocki hier am Start. Hallihallöchen, heute habe ich einen kleinen Tipp an euch, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Bietet Mediamarkt angeblich ab nächste Woche spezielle Angebote. Und zwar geht es darum, ihr könnt 2 Spiele kaufen und 2 Spiele kriegt ihr gratis. Ich werde das in diesem Video gleich auch einblenden. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, was meint ihr über das Angebot? Würdet ihr das Angebot nutzen? Ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, ich kriege für die Werbung kein Geld. Also keine Sorge, ich habe das nur selbst im Internet gefunden, beziehungsweise nicht ich, sondern mein kleiner Bruder hat mir das Angebot per Facebook geschickt. Und dann dachte ich mir, komm, ich zeige es euch auch mal und ich blende das auch natürlich in diesem Video ein, aber dazu kommen wir gleich. Und ja, ich kann nur von vornherein sagen, falls ihr noch kein GTA 5 habt, ja, vielleicht sagen sich einige, wozu soll ich mir GTA 5 holen? Das Spiel ist ja seit 2013 draußen, wozu soll ich mir das Spiel noch überhaupt kaufen? Das Spiel ist schon uralt. Ja, ich kann euch sehr gut verstehen, falls ihr da kein Interesse habt, ist das ja eure Sache. Ich zwinge auch keinen was zu kaufen, ich will das ja euch nur zeigen. Und es gibt noch ein Angebot, es dreht sich um die Xbox One. Was ihr dazu bekommt, blende ich gleich auch in diesem Video ein. Also ihr kriegt das alles zu sehen und ich werde das auch danach noch in die Videobeschreibung verlinken. Und schaut einfach rein. Und dann werde ich auch noch über das Rennen hier, was wir gerade zocken, berichten. Beziehungsweise, was heißt berichten, den Link reinpacken, auch in die Videobeschreibung, dass ihr das auch dann eventuell zocken könnt, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, mit euren Kumpels das zu zocken, könnt ihr das einfach auch hier runterladen. Ich zocke auf der PlayStation 4. Also, ich weiß jetzt nicht generell, ob das für alle interessant ist. Ich weiß ja nicht, ob alle auf PlayStation 4 zocken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige noch auf der alten Konsole zocken. PlayStation 3, PlayStation PlayStation 3, Xbox 360, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verplappert, aber okay, schneiden wir einfach nicht raus, Real Talk, ganz ehrlich. So, ja, auf jeden Fall, dann gibt es dort ein Spiel GTA 5, Hitman, dann gibt es viele, viele Spiele, müsst ihr euch gleich selbst einfach anschauen und schreibt mir in die Kommentare, welches Spiel würdet ihr eventuell kaufen, welche Spiele würdet ihr euch eventuell gönnen. Ich persönlich kann nur dazu sagen, wenn ich mir ein Spiel kaufe, kaufe ich mir zu 99% eher von Händler, also sozusagen als CD und nicht als Download. Ich weiß nicht wieso, weshalb, ich kann nur ganz kurz darüber sagen, wenn ich zum Beispiel PlayStation 4 später verkaufe und einer will die PlayStation 4 zum günstigen Preis und ich kriege die einfach nicht für teurer verkauft, dann kann ich wenigstens die Spiele wegnehmen und sagen, okay, die Spiele verkaufe ich dann einzeln und kriege noch ein bisschen Cash. Weil wenn ihr das alles auf der PlayStation 4 habt, das ist das Problem, dann verkauft ihr das zum günstigen Preis und der Typ freut sich natürlich und sagt sich, hahaha, ich habe zum günstigen Preis mir das Ding ergattert und dann sind da noch ein paar Spiele drauf und da wird er sich extrem freuen, weil die Spiele könnt ihr dann ja natürlich nicht einzeln verkaufen, weil das ihr als Download euch heruntergeladen habt auf die PlayStation 4. Und deswegen kaufe ich mir generell alle Spiele als CD und ja, finde ich besser, weil, wie gesagt, man kann das ja auch danach auch leichter verkaufen. Und dann kommen wir zu diesem Angebot. Und zwar habe ich bei mydeals.de was gefunden, beziehungsweise mein kleiner Bruder, was er mir geschickt hat. Und zwar geht es darum, die Mediamarkt-Händler bieten was an. Und zwar angeblich soll nächste Woche 2 Spiele kaufen und 2 Spiele geschenkt. Und da könnt ihr euch einige Spiele mal aussuchen. Was würdet ihr euch kaufen? Ihr könnt das Ding auch mal stoppen und euch die Spiele mal genau anschauen. Und dann gibt es eine Xbox für 359 € inklusive Controller. Das heißt, ihr müsst den Controller nicht extra kaufen. Der Controller würde über 60 € sonst kosten. Und das kriegt ihr mit gratis dazu. Und noch weiteres. Schaut euch das einfach selbst an. Ich werde das in die Videobeschreibung natürlich für euch verlinken. Dann könnt ihr einfach draufklicken. Gelangt ihr auf diese Seite. Ich mache auch für diese Seite keine Werbung. Keine Sorge, Leute. Wie gesagt, das hat mein kleiner Bruder geschickt, meinte, guck, vielleicht ist da was Interessantes für dich und dann dachte ich, komm, ich berichte mal gerne darüber. Und das ist die Rennstrecke, die wir gerade gezockt haben, das werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung reinpacken. Ja, ansonsten, Leute, wie findet ihr das? Sollte ich weiterhin längere Videos in Zukunft machen, schreibt mir in die Kommentare, ja, längere Videos oder Hashtag längere Videos oder Hashtag lange Videos, keine Ahnung, müsst ihr selbst euch entscheiden. Und dann schauen wir mal, wer hat bis hierhin sich das Video angeschaut, dann schreibt ihr in die Kommentare 4 Minuten, Doppelpunkt und 15 Sekunden. Da bin ich mal gespannt, wer das alles schreiben wird. Und da werde ich mal schauen, wer bis hierhin sich das wieder angeschaut hat. Und ich muss ja natürlich wissen, lohnt sich das in Zukunft, dass ich weitere Videos ja, länger aufnehme und das auf YouTube hochlade. Ob sich das gar nicht lohnt oder lohnt, weiß ich nicht. Das muss ich mir mal schauen. Und ich bin natürlich über euren Feedback sehr, sehr gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, welche Spiel würdet ihr eventuell kaufen, beziehungsweise Spiele und welche 2 Gratis-Spiele würdet ihr eventuell auch dazu nehmen.
Und ja, wie findet ihr das Angebot? Ist es zu teuer oder findet ihr, das lohnt sich nicht mehr, weil die Spiele eventuell alt ist, sind? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich lese mir natürlich alle eure Kommis durch und beantworte auch natürlich einige Kommentare. Ihr kennt den OnkelZock, ich tue mein Bestes für meine Community, denn ihr seid natürlich für mich da. Da möchte ich auch natürlich für euch da sein. Und ja, auf jeden Fall, ich tue mein Bestes, Leute. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, aber müsst ihr natürlich nicht, wenn euch nur das Video gefallen hat. Und wenn du Bock hast und den OnkelZock noch nicht abonniert hast, dann kannst du mich gerne kostenlos abonnieren. Aber bitte nicht abonnieren, falls du in Zukunft nicht aktiv auf meinem YouTube-Kanal sein möchtest. Wir sind gerade bei 7.799 Abonnenten. Ich habe das auf meiner Facebook-Seite OnkelZock und auf Instagram OnkelZock89 gepostet, das Bild. Ich bedanke mich herzlich, wünsche euch noch einen angenehmen Tag, euer OnkelZock. Hashtag